Na, Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Disco Elysium. So, wir sind hier nach wie vor in diesem Gemischtwarengeschäft Fritte mit 3T. Also nicht mit Doppel-T, wäre ja normal, aber Fritte mit 3T ist halt swaggy. So, wir wollten eigentlich, hier dieses Mittel gegen Brechreiz holen, oder wie das heißt. Hier, Ammoniak, aber das gibt's hier nicht. Jedenfalls habe ich hier nichts gekriegt. Und wir haben es auch nicht im Inventar. Leider Gottes. Weil damit hätten wir eigentlich die Möglichkeit gehabt, es wirklich zu schaffen. Weil ich habe ja jetzt auf Ausdauer hatte ich einen Punkt gemacht. Das erhöht, steckt die Schläge ein. Lass nicht zu, dass die Welt dich umbringt. Ja, ja. Oder so. Und mit Ammoniak hätten wir ja nochmal einen Vorteil gehabt. Wir haben ja hier schon unseren Scheiß geklärt, oder wie das Ding hieß. Hier diese volumetrische Kompressor, den haben wir ja auch erfüllt. Bringt uns aber alles nichts. Das fand ich sehr ärgerlich. Und die Alte kann uns kein Ammoniak verkaufen. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Naja, zieh mir mal was über die Realität. Realität? Was für eine Realität? Meinen Sie denn die wirtschaftliche Realität oder? Konzeptbildung. Die wirkt wie eine Schülerin, die unerwartet vom Lehrer aufgerufen worden ist. Kann sie die Frage beantworten? Nein, ich meine die materielle Realität. Keine Ahnung, was soll damit sein? Die Koalition, was ist das? Jemand hat mir erzählt, es gäbe eine. Unsere Regierung? Oder meinen Sie was anderes? Tut mir leid, ich muss echt diesen Artikel zu Ende lesen. Sie tippt auf das Magazin auf dem Tresen. Ich behellige sie mal nicht weiter. Mit dem Unsinn. Cool. Sie scheint froh zu sein, weiterlesen zu können. Oh, sie ist jedenfalls sehr engagiert. In was auch immer sie macht. So, ich gucke hier nochmal rein, aber Ammoniak gab es hier nicht. Das bringt ja alles keine Ausdauer. Nur Moral und... Und so weiter. Das bringt mir alles nichts. Hat er irgendwie noch was? Yes. Nichts Sinnvolles. No Ammoniak. Hier gibt es Zigaretten und Alkohol, Medikamente. Und hier gibt es Pfandflaschen. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Okay. Er schläft auch mal. Interessant. Okay, dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, ich hab da die Geld. Yeah! Geil! Was war denn hier Schönes? Früher haben die Lastwagenfahrer hier vermutlich Benzin gelagert. Heute lagern sie Alkohol. Oha, das ist aber nicht gut für uns. Was ist das für ein muskelbepackter Mensch? Bastards! We have a right to work! Holt der Mann in Richtung der Hafentore. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und liegt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Was ist hier los? Pull up and stay frosty, everyone. Cops are here. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um einen ganzen Kopf. Here to fuck with us? Be the honest worker down. Um den ehrlichen Arbeiter niederzuknüppeln. Warum sollte ich? We're here to fight for a cause. Strikes usually have problems with people who have causes. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, nein, ich schätze nicht. Good. We're fighting for a cause here. Right to work. Right to work. Ja, okay. Protestanten. Besides, we're not that different. It helps the people see us talking. Cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Ah ja. Von was für einem Ziel reden wir? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary and feed their families. Ach, Ritt, die könnte ich mal Arbeit schreiben. Sis.
Rhetorik. Seine Worte klingen hölzern, seinem Tonfall mangelt es an Aussagekraft und Begeisterung. Fast wirkt es so, als reihe er auswendig gelernte Sätze aneinander. Ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. Jo, komm mal. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work. Right to work. Naja. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Maybe you should ask them the questions. Like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Zeig mir den Finger auf den Mann, der auf dem Gelände sitzt. Oder auf dem Geländer sitzt. Ach ja, links oben wahrscheinlich. So do we, scab. Wir auch, Streikbrecher, schreit der herumlungernde Mann. Welches Ziel verfolgen Sie hier genau? Uns wurde Arbeit versprochen. Er zeigt auf die Tore. Wir wären da drinnen und bei der Arbeit, wenn die Bastarde nicht die Tore geschlossen hätten. Und Sie können sich keinen Zugang verschaffen? Das Haupttor ist verriegelt. Es bräuchte schweres Geschütz, um es gewaltsam zu öffnen. Man könnte versuchen, das durch Sekretariat reinzukommen. Er zeigt auf die Treppe, die nach oben führt. Die Tür ist verschlossen. Die Wache blockiert den Weg zum Schaltpult. Und damit meine ich nicht den dürren Meskenpenner. Er zeigt auf den Hafenarbeiter, der auf der Treppe herumlungert. Ich meine Schädelvermesser oder wie auch immer er heißt. Meskenpenner. Ach, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwie anders ausgesprochen. Wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Wie zivilisierte Leute meinen Sie? Der Mann kratzt sich am Kinn. Die dreckigen Einheimischen wissen nicht mal, was zivilisiert bedeutet. Rhetorik. Das klingt aber verdächtig kolonialistisch, werter Anführer der Streikbrecher. Es wäre besser für die Nachbarschaft, wenn sie nach Hause ging. Jedenfalls vorerst, wenn sie sowieso nicht reinkommen. Nein, irgendwann geben sie auf oder besaufen sich, lassen den Kopf unbewacht, den Knopf unbewacht. Dann schreiten wir zur Tat. Der Mann kratzt sich am Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig und von leichtem Bartwuchs bedeckt. Ja, könnte Schauspieler sein. Streik, wissen wir, was ist? Wer sind Streikbrecher? Ja gut, ich mach mal. Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Ehrliche Männer und Frauen, und sie haben Rechte auf Arbeit. Darauf sich nützlich zu machen, darauf keine Spielbälle unternehmerischer Interessen zu sein. Der Mann fährt mit einer Hand durch sein stetig grauer werdendes und militärisch geschnittenes Haar. Wir sind hier, um dabei zu helfen, den Hafenbetrieb in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Wenn die Gewerkschaftswichser nicht arbeiten wollen, sollen sie diejenigen reinlassen, die arbeiten wollen. Ich habe eine Frage. Der Lieutenant sieht ihm in die Augen. Warum hören all diese Männer auf Sie? Glauben Sie, dass Sie mir folgen, weil ich groß und laut bin? Nein! Sie folgen den Regeln des Marktes, den Regeln der Wirtschaft. Sie haben nämlich, er beginnt zu brüllen, Jobs, die erledigt werden müssen! Ja. Heutzutage ist es bei einem Streik eher andersrum. Die wollen nicht arbeiten, bevor sie nicht gut bezahlt werden. Hier streiken sie, um zu arbeiten. Komisch. Was tun die? Er legt euch mit den falschen Arbeitern an. Ah, ja. Du unterhältst dich jetzt schon eine ganze Weile mit ihm. Irgendwas stimmt mit diesem Kerl nicht. Frag ihn, woher er kommt. Okay, ich muss fragen. Woher genau kommen sie? Was geht sie das an? Jede Silbe trieft vor tief sitzendem Misstrauen. Ja, nee, wenn er Dreck am Stecken hat oder so, dann könnte sein, dass die Antwort ihn triggert. Deswegen, ich bin neugierig. Ich werde herausfinden, was es mit diesem Streikhaus auf sich hat. Es ist ein riesiges Chaos, verursacht von der Gier der Gewerkschaft. Er wirft dir einen argwöhnlichen, misstrauischen Blick zu. Aber ich kämpfe bloß für die Rechte dieser Leute. Schauspielkunst. Hin und wieder wirkt es auf euch, als breche unter der Maske dieses Kämpfers für die Arbeitsplätze ein anderer Mann hervor. Er scheint brutaler, listiger und verdächtiger zu sein. Es ist nur eine Vermutung, oder? Vielleicht seid ihr auch einfach nur paranoid. Das möglich ist.
Das verstehe ich schon. Ich interessiere mich für ihre Herkunft. Wir sind alle Arbeiter, richtig? Arbeiter halten zusammen. Ich stamme aus der Eminent Domain im Gemwalk und habe schon alle möglichen Gelegenheitsjobs gemacht. Ich habe schwer geschleppt, Fracht befördert, mich als Türsteher durchgeschlagen. Ich weiß, wie es läuft. Klasse, ich kenne Bas. Na gut, das nicht. Sie war Türsteher? Wo? Ich besuche viele Bars. Vielleicht ist das eine, die ich kenne. Ich habe im Territorial gearbeitet. Sagt Ihnen der Name was? Schauspielkunst? Gar nicht schlecht für eine Lüge. Nie davon gehört, lügen Sie? Ja, ich glaube, da war ich mal. Aha, ist lange her. Der Mann verliert schnell das Interesse daran, mit dir zu reden. Na gut, der bringt mir wahrscheinlich erstmal nichts. Wer steht da? Beschriftet mit der Abkürzung IHGR. Was heißt das? Der Industriehafen von Groß Rivaczol. Ah, nett. Hat er irgendeine Meinung zu der Sache hier? Ja. Ach, guck mal, die stehen da oben drum. Doch, doch, die bewegen sich so ein bisschen. Außer die hier oben? Ne, doch, die zöppeln auch ein bisschen um. Komm, gehen wir mal ein bisschen schneller. Guck mal, wir können ja an diese Tür gehen. Gucken wir mal. Oh, Geld. Gardische Fabrik für Magnet und Mirakel U49. Ein Lastwagen, der im Stau steht. Für sein fortgeschrittenes Alter ist dieser große, schwere Graderwagen gut in Schuss. Das ist ein Lastwagen? Die haben echt eine komische Technologie entwickelt. Du siehst durch das Fenster. Die Fenster wurden vor kurzem gewaschen und sind sauber. Du siehst die Fahrerkabine eines Lastwagenfahrers mit persönlichem Besitz, Aufklebern und Abzeichen. Was für Aufkleber und Abzeichen? Der Fahrer hat seinen Bereich mit einer beachtlichen Sammlung seltsamen Klimbims dekoriert. Bekundungen über Ehre, Stärke und Reinheit prangen an verschiedenen Wandverkleidungen. Reinheit? Das hört sich schon mal nicht so gut an. Am Rückspiegel baumelt ein großer metallener Anhänger. Er stellt eine Sonne dar, gekrönt von gewellten Strahlen. Das ist das Siegel Rivaczols aus Royalistenzeiten. Oh ja. Welchen Royalist? Okay, was ist mit dem Rücksitz? Am hinteren Ende der Fahrerkabine befindet sich eine kleine Schlafnische. Große Aschenbecher auf den Vorhängen prangen mehrere aufgenähte Sonnen und Räder. Okay. Ein Royalist anscheinend. Also einer, der den König zurückhaben will. Ein abgegriffenes Buch sticht dir ins Auge. Auf dem Buchdeckel ist ein großer, muskulöser Mann abgebildet. Der Titel lautet Der Mann von Hirndal in der versunkenen Pygmäenstadt. Rassistisch-nationalistischer Klimbim. Er beißt die Zähne zusammen. Nicht ungewöhnlich in diesem Teil der Stadt. Das ist der Typ, den wir suchen. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant auf den rassistischen Lastwagenfahrer. Ach, das ist der da oben. Glauben Sie, dass dieser Lastwagen unseren 10 Typen gehört? Wahrscheinlich schon. Dieser Typ ist stolz darauf, wer er ist. Dekoriert seinen ganzen Wagen damit. Dort steht er vor dem Frittekiosk und raucht nervös. Hofft dass es vorbei ist. Okay. Okay, das war's dann. So, jetzt erstmal das Geld aufsammeln hier. Alter, 60 Pence. Oder Pfennig. ein Auto. Ein ausländisches Auto, gut in Schuss gehalten. Ui. Eins des Ratschko. Einer der besten Motorwagen, die je in Zimsk hergestellt worden sind. Ein richtiger Dauerbrenner. Wer fährt so etwas? Das ist gut, aber ich habe plötzlich. Nee, wer fährt so etwas? Nicht viele Leute außerhalb von Grad und Rivaczol West, wie es scheint. Herr Kim, schauen Sie sich das an. Ein Stars Ratschko KK2. Das ist ein klassisches Modell, antwortet der Lieutenant mit einem Nicken. Hätte nie gedacht, dass ich noch einen umlackierten sehen würde, nach dem, was beim letzten Mal passiert ist. Augenblick mal, vielleicht kann ich ihn beeindrucken. Weiß ich, was beim letzten Mal passiert ist? Nein, nur ist dieser Motorwagen normalerweise babyblau. Die Farbe von Sigismund dem Großen, einem alten Herrscher von Zimsk, seine Banner waren bekanntlich zafferblau und weiß, die Farben von Stas Ratschko.
Und bäm, Mord. Okay, was ist denn beim letzten Mal passiert, Kim? Ein alter Fall aus meinem Revier. Ein paar Migranten aus Zimsk haben einen geparkten Stas Ratschko gesehen, der genauso lackiert war, schlammbraun. Sie haben den Fahrer auf der Stelle ermordet. Hey, dann passt das ja. So ähnlich. Naja. Sie meinten, es sei ein Ehrenmord gewesen, im Stile des Husaren. Die Zimskische Gemeinde hat gegen den Prozess protestiert und dabei das Banner irgendeines alten Königs getragen. Er schüttelte den Kopf. 5000 sind zu diesem Protest gekommen. Oh, nicht so wenig, ne? Korrektur, 4395. Der viertgrößte öffentliche Protest gegen ein Strafverfahren in Revachol. Naja gut, jetzt deswegen korrigieren, das ist dann Korinthenscheißer. Ja, das wollen wir nicht. Und wozu haben sie die Mörder verurteilt? Er betrachtet sein Spiegelbild im Autofenster. 4 Jahre wegen Mordes im Militärgefängnis, Wiedervereinigung. Heißt das Militärgefängnis Wiedervereinigung? Der Lieutenant zuckt mit den Schultern. Die Täter waren reumütig. Für ihre Entschuldigung wurden ihnen 8 Jahre ihrer Strafe erlassen. So ist das System. Ach cool, wenn man sich entschuldigt, kriegt man weniger Strafe. Ja Mensch, ich habe 100 Menschen getötet, aber es tut mir so leid. Logik. Die Gefängnisse im Industriehafen von Groß-Rivachol sind bereits voll. Gefangene sind teuer im Unterhalt. Je länger die Strafe, desto höher die Kosten. Macht ja Sinn, ne? Irgendwie, ne? Hä? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kim, könnte der Gehängte der Fahrer dieses Motorwagens gewesen sein? Ich versuche weit hergeholte Schlussfolgerungen wie diese zu vermeiden, bevor ich die Leiche nicht tatsächlich untersucht habe, sagte der Lieutenant mit einem leichten Grinsen. Aber meine Vermutung ist, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Okay. Interessant, bevor wir Wolf fahren, habe ich eine Meinung zu dieser Lackierung. Ja, Detective? Aha, weiß nicht, das sieht auch ziemlich dreckig aus. Ich finde, sie hätten den Baby blau lassen sollen. Sind Sie sicher, dass Sie kein Zimska sind? Er schenkt ihr ein Lächeln nur für eine Sekunde. Oh, anscheinend habe ich quasi Eindruck auf ihn gemacht. Aber ein Babyblau, ganz ehrlich, würde in meinen Augen besser aussehen. Ich meine, das ist kackbraun, also ekelhaft. Ja, du bist dir sicher, dass du keiner bist. Und selbst wenn, dann nur auf diese revacholische Art und Weise. 4-5% maximal. Okay, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Oh, das Tier ist oben, Lastkragen. Oh, was meint denn hier? Reiterdenkmal. Ein altes Denkmal steht inmitten einer Fußgängerinsel und zeigt in Richtung Meer. Es wirkt, als sei es Stück für Stück wieder zusammengesetzt, abgesichert und dort oben mit Hilfe von zahlreichen Seilen und Stangen montiert worden. Es wurde wahrscheinlich abgerissen und von vielleicht Protestanten? Vielleicht ist das hier quasi irgendwas mit den Royalisten zu tun oder so. Wer ist das? Das Reiterdenkmal auf einer silbernen Plakette am Sockel der Statue steht: Ich bin Philipp der Dritte, der Verschwender, der größte aller philippischen Könige Revacholz, Sohn von Philippe dem Zweiten, dem Opulenten, Vater von Philippe dem Vierten, dem Irren. Wahrnehmung. Als du nach oben siehst, fällt dir an der Statue etwas auf. Auf dem Brustteil des Königs befinden sich einige seltsame Einkerbungen. Was hat dieser König getan? Selbst nach den Maßstäben der philippischen Könige galt Philipp der Opulente als außergewöhnlich lasterhaft. Wahrscheinlich deswegen opulent. Inwiefern? Tja, er leerte die ganze Staatskasse und löste den Niedergang einer der größten Supermächte des vorletzten Jahrhunderts aus, des Suzeräns Revachol. Seine eigene Misswirtschaft ließ den Sturz der Monarchie während der Revolution zur Jahrhundertwende, das Ende seiner Abstammungslinie und das der Monarchie auf der insulindischen Isola erahnen. Die Namen sind ein bisschen komisch gewählt. Man hätte gucken können, dass man wegen irgendwie Namen nimmt, die ein bisschen, weiß nicht, auch einfacher auszusprechen sind. Wie hat er es geschafft, das ganze Geld in der Staatskasse auszugeben? Geschichten zufolge ließ er sein Schlafzimmer zu einer Schatzkammer umbauen, wo er unermessliche Reichtümer zusammentrug.
das Krugerrand, Goldbarren, kunstvolle Waffen, Rüstungen und verschiedene Kelche. Er nannte es das Solaurum. Es war obszön. Gerüchten zufolge schlief er auf einem riesigen Haufen in Gold getauchter Federn, wie ein fetter Drache, statt in einem Bett wie ein normaler Mensch. Ja. Ich meine, der König ist der König, er kann tun und lassen, was er will. Warte, ich habe noch gar nichts von seiner sagenumwobenen Kokainsucht erzählt. Ist denn da was? Der alte Philippe war nämlich nicht nur gut darin, Staatsräder für Gold und zeremonielle Waffen auszugeben, er liebte auch Schnee über alle Maßen. Okay, Schnee, das wissen wir. Also ich weiß es, deswegen sage ich mal, er weiß es auch. Er war also süchtig nach Schnee, ein aufgedunsener Junkie? So nannten es die Revolutionäre, 150 Jahre später, kurz bevor sie das königliche Mausoleum leerräumten und die sterblichen Überreste seiner Majestät in der insulindischen Bucht versenkten. Achso, die sterblichen Überreste versenkt. Naja. Okay, wo ist jetzt begraben? Du fährst fort. Im kalten Wasser der insulindischen Bucht, in dem die Revolutionäre ihn versenkt, nachdem sie das königliche Mausoleum leergeräumt haben. Okay, die haben einfach ins Wasser geschmissen. Das ist schon ziemlich gemein irgendwie. Was ist mit der Statue passiert? Das Original wurde von Kommunarden in die Luft gejagt. Es erlitt dann weitere Schäden, als die Luftschiffe der Koalition während der Revolution zur Jahrhundertwende landeten, als Martinez dem Erdbogen gleichgemacht wurde. Die meisten Historiker glauben, dass die überstürzte Landung der Koalition die Statue letztendlich gerettet hat. Hätten die Kommunarden mehr Zeit gehabt, hätten sie die Statue sicher in noch kleinere Einzelteile zerlegt. Wer hat das Monument wieder aufbauen lassen? Vor ein paar Jahren dachte eine Gruppe liberaler, künstlerisch veranlagter Personen, hauptsächlich Designer, dass es ironisch wäre, die Statue des verschwenderischen Herrschers von Revacol im ärmsten Viertel der Stadt wieder aufzubauen. Leute, wie gemein ist das denn? Das ist schon irgendwie schon gemein, ne? Die Statue soll an den Augenblick erinnern, an dem sie in die Luft gejagt wurde, wie eine Sekunde, in der die Zeit stillsteht. Ein seltener Schmetterling gefangen im Bernstein, der über einem Meer der Scheiße schwebt. Ach so, deswegen ist sie so aufgebaut. Das ist sogar eine ganz coole Idee, muss ich zugeben. Man hätte hier noch irgendwie an Stangen so ein paar Trümmerteile befestigen können, dass es dann so hier ein bisschen wegfliegt hier, ne? Na gut. Das ist brillant, so witzig und nihilistisch. Die Bewohner von Martinez sehen das etwas anders, genau wie viele prominente Kunstkritiker und Intellektuelle, die ein nuancierteres soziales Bewusstsein als die jungen Ironiker haben. Ja, ja klar, aber ich meine, ich finde vom Grundgedanken finde ich sogar ganz interessant eigentlich. Ich meine, klar, dass es hier ein bisschen Verhöhnung eher so ein bisschen ist oder so, das ist ja naheliegend. Es ist aber möglich, dass die Kritiker sich irren. Da steckt mehr dahinter als nur Ironismus. Du weißt nur nicht genau, was. Vielleicht wird sich dieses Kunstriesel später erklären. Aber Philippe III., der Verschwender, reckt sein bronzenes Antlitz gen Himmel und scheint sich nicht darum zu kümmern, was der Pöbel nach seinem Tod über ihn denkt. Nicht, dass es ihn zur Lebzeit nie interessiert hätte. Was für Einkerbung, was sehe ich? Etwas mit hoher kinetischer Energie scheint auf den Kyras aufgeprallt zu sein, und zwar in der Nähe des Herzens. Eine Kugel? Jemand hat ihm ins Herz geschossen. Interessant. Ja gut, es ist wahrscheinlich eher so symbolisch gemacht. Ich spreche es einfach nicht an. Bringt nichts. Macht keinen Sinn. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir jetzt erstmal diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!